Mahlzeit, herzlich willkommen, schön, dass ihr eingeschaltet habt hier auf eurem Lieblingskanal NES Kommando. Heute gibt es ein ganz besonderes Leckerchen, denn ich zeige euch heute meine TurboGrafx 16 Sammlung. Bis gleich, Freunde. Hauptsächlich wird es natürlich heute um meine Games gehen, aber ich habe mir gedacht, wenn ich schon mal so ein Sammlungsvideo mache, dann zeige ich euch auch mal die Hardware, die ich so benutze zum Zocken und zum Streamen. Es gibt ganz verschiedene Hardware-Typen für das TurboGrafx 16 oder auch PC Engine. Ne? In Japan gab es die PC Engine, für den westlichen Markt wurde das Ganze dann umbenannt auf TurboGrafx 16. Ich habe zum Zocken ein PC Engine Turbo Duo. Ja? Also das ist tatsächlich ein japanisches Gerät auch, hat aber ein Region-Mod sozusagen. Ich habe hier hinten so einen Schalter, da kann ich umschalten zwischen US und Japanisch. Dann hier vorne, ne, hier kommen diese U-Cards rein, so heißen die Dinger. Darauf sind die Spiele gespeichert, ne, auf so dünnen kleinen Kärtchen, die kommen hier vorne so rein. Dann wird das hier so zugeklappt und dann wird eingeschaltet und dann läuft das Ganze. Und warum habe ich ein PC Engine Duo? Ganz einfach, es gab auch Spiele auf CD, ne? Die kamen dann hier rein. Und man kann hier mit so einem Schalter kann man das Drive noch locken. Wenn man jetzt hier drückt, geht das Fach halt nicht auf. Das wusste ich erst nicht und habe wie bekloppt da hier auf diesen Knopf gedrückt, bis ich irgendwann mal gecheckt habe. Ne? Also vorsichtig sein. Was hat das Ding so für Anschlüsse? Hinten nur ein Stromanschluss. Ganz normaler DC-In, 10 Volt, bla bla. Ne? Dann an der Seite hier. Das ist ein bisschen ungewöhnlich, dass das Ganze an der Seite ist. Hier ist AV-Out, ne? Also hier wird dann das AV-Kabel angeschlossen. Das ganze Ding hier, was ich hier habe, hat ein RGB-Mod, ne? Für beste Bildqualität. Modden lassen habe ich das Ding, beziehungsweise ich habe es gemoddet gekauft. Übrigens bei Video Games Reanimate schon, ich weiß nicht, vor 4 Jahren oder so. Ich nehme mal an, dass die Website, dass es die noch gibt und dass die auch noch aktiv ist. Müsst ihr mal gucken, wenn euch das interessiert. Hier ist noch ein Anschluss für Kopfhörer und ja, Lautstärkenregler dann für die Kopfhörer. Und hier vorne gibt es einen Port für ein Control Pad. Ne? Ja, ist ein bisschen wenig, wenn man Multiplayer zocken möchte, aber dazu komme ich gleich nochmal. Denn ich zeige euch jetzt den Controller, mit dem ich spiele. Ne? Das ist auch ein ganz wichtiges Thema beim TurboGrafx 16 oder PC Engine. Es gibt verschiedene Controller. Ich zocke hier auf dem Avenue Pad 6. Das ja, ist ein Controller. Ne? Ihr seht das hier, ein 6-Button-Controller. Es gab halt ursprünglich erstmal nur Controller mit 2 Tasten, so wie beim NES halt auch A und B. Und später gab es dann auch noch 6-Button-Controller. Wichtig ist, wenn ihr ein 2-Button-Game spielt und einen 6-Button-Controller anschließt, dann könnt ihr euch darauf einstellen, dass das Ganze irgendwie nicht so vernünftig läuft. Diesen Controller hier, den habe ich mir extra geholt, weil den kann man umschalten. A und B, je nachdem, ob man den im 2-Button- oder 6-Button-Modus betreiben möchte. Ne? Hat hier auch noch so Dauerfeuer und so, das sind so Dinge, die benutze ich normalerweise nicht. Gibt es noch so ein Slow Motion, das mag ich eigentlich auch immer nicht so gerne benutzen. Und dann gibt es hier natürlich Select und Run. Ne? Run ist die Starttaste sozusagen vom PC Engine oder vom TurboGrafx 16. TurboGrafx 16 kam übrigens nicht nur in USA raus, sondern auch in ganz kleinen Stückzahlen in Europa. Allerdings war zu dem Zeitpunkt schon klar, dass das in USA gefloppt ist und deswegen sind nicht mehr so viele Einheiten produziert worden und es hat wirklich kaum einer mitgekriegt, dass die Konsole in Europa erschienen ist. Ich glaube, es gab welche in Frankreich, Spanien und in UK, aber
Ich habe das damals selber gar nicht mitgekriegt. Eingangs habe ich das ja schon mal erwähnt. Es gab halt in Japan die PC Engine und in USA das TurboGrafx-16. Ich konzentriere mich, wie gesagt, heute ausschließlich auf den US-Markt. Wie gesagt, alle Spiele, die ich zeige, ne, sind US-Games. Und wenn ich irgendwie Jahreszahlen sage, dann beziehe ich mich da auch auf den US-Markt. Ne? Also das, um das vielleicht so ein bisschen zeitgeschichtlich einzuordnen, wo befinden wir uns eigentlich gerade, wenn wir über TurboGrafx-16 sprechen. 1985 kam das NES heraus in den USA, 1989, 4 Jahre später, dann das TurboGrafx-16 und nochmal 2 Jahre später kam dann schon das Super Nintendo heraus. Man sagt übrigens, oder man zählt das TurboGrafx-16, ne, deswegen wahrscheinlich auch die 16, also die 16 hinten im Namen, zu den 16-Bit-Maschinen. Das stimmt aber eigentlich nicht ganz, denn der Grafikprozessor, das ist ein 16-Bit-Grafikprozessor, aber die CPU ist eigentlich genau wie beim NES auch nur eine 8-Bit-CPU. Ne? Also eigentlich ist es eine 8-Bit-Konsole. Warum sammle ich eigentlich für das TurboGrafx-16 und was fasziniert mich daran? Da muss ich aber ein bisschen weiter zurückgehen in meine Vergangenheit, in meine Kindheit. Ich muss wohl so circa 10 Jahre alt gewesen sein und meine Eltern hatten beruflich ab und zu mal in den USA zu tun. Und ich hatte das Glück, dass es in Deutschland niemanden gegeben hat, der mich länger als 24 Stunden ausgehalten hat. Und so musste ich dann natürlich mitreisen. Und so kam es dann dazu, dass der kleine Dennis irgendwann mal vor einer Vitrine stand. Oder weiß nicht mehr so genau. Ich glaube, die Konsole war in einer Vitrine. Und dann war da noch ein Fernseher. Und darauf lief Bonk's Adventure. Ne? Und dann stand der kleine Dennis vor dieser Konsole. Und er konnte seinen Augen nicht trauen. Das sah alles so geil aus. Das hat er noch nie im Leben gesehen. Ne? So eine geile Grafik. Wie gesagt, damals gab es ja eigentlich nur NES. Ne? Ich habe zu Hause noch auf dem C64 gezockt. Und Super Nintendo noch nicht da. Und dann sieht man sowas, ne, als kleiner Junge. Es war einfach nur geil und ich wollte unbedingt diese Konsole haben. Hab sie dann aber damals nicht gekriegt. Ich nehme mal an, erstens, die war, denke ich mal, zu teuer. Also ich weiß jetzt nicht, was sie damals gekostet hat. Vielleicht $200, $300, keine Ahnung. Und ich meine, mich dunkel erinnern zu können, dass mein Vater aber auch Bedenken hatte, ob die denn überhaupt in Deutschland laufen würde, ne, wegen NTSC und so. Und ja, so habe ich die Konsole halt nicht bekommen, aber wusste schon seit damals, dass es da so eine geile Konsole in den USA gegeben hat und hatte das immer im Hinterkopf. Und als ich dann irgendwann mal ja, eigenes Geld verdient habe sozusagen und auch die Sammelleidenschaft wieder entdeckt habe, habe ich dann angefangen für TurboGrafx-16 zu sammeln. So bin ich dazu gekommen und ich zeige euch jetzt mal meine Games. Ich sage vorab, ich habe nicht jedes Game gezockt, ne? Das sage ich dann immer dazu. Aber alles, was ihr heute an Gameplay-Footage seht hier in der Folge, ist selbst gecaptured. Ne? Da bin ich sehr stolz drauf. Und ja, ich werde zu ein paar Games werde ich ein bisschen was mehr erzählen. Aber Games, die ich jetzt nicht so gezockt habe oder so, ja, die zeige ich einfach nur mal kurz. Ne? Ich habe ein paar Hue-Card-Only-Games, Drop-Off zum Beispiel. Afterburner 2, ne? Ich glaube, da muss man, glaube ich, sowieso nichts zu sagen. Und TV Sports Football. Ne? Ich fange auch gleich mal mit den uninteressantesten Games an. Erstmal die Sportgames weg quasi. TV Sports Hockey habe ich da einmal. Und was ich immer mache, wenn ich irgendwie ein schönes RPG oder Arcade-Game kriege für TurboGrafx-16 und da ist die Hülle kaputt, dann nehme ich immer diese Sportspiele zum Hüllentauschen. Ne? Das ist hier, ja, hier vorne gebrochen. Es tut mir eigentlich, obwohl es ein Sportspiel ist, tut es mir in der Seele weh, das so in der Sammlung zu haben. Aber ich habe natürlich lieber ein Sportspiel mit einer gebrochenen Hülle als irgendwie ja, so ein RPG. Ne? Ach so, übrigens kann ich vielleicht auch gleich gerade mal zeigen. Die Trays sehen so aus. Ne? Hier ist so ein Plastik hier vorne, das bricht auch manchmal ab. Das ist leider ein bisschen dumm. Und diese Hue-Cards, die sind hier in solchen Schutzhüllen, so Plastikschutzhüllen noch. Ne? Und an der Stelle vielleicht, wenn da jemand günstig TurboGrafx-16-Spiele abzugeben hat, ne? Auch wenn das Spiele sind, die ich hier gleich zeige. Alles, was so bis maximal 10 Euro ist, sage ich mal, bitte anbieten. Ich nehme euch die ab, aber die Hüllen, die sollten halt in Ordnung sein. Ja? So, dann haben wir mal Power Golf. Ja, ist halt Golf, ne? World Class Baseball.
TV, Sports, Basketball. Und ja, das war's an Sporttiteln. Jetzt kommen wir schon zu den etwas interessanteren Titeln. Und das ist, meine ich, sogar das wertvollste in meiner Sammlung. Es ist Beyond Shadowgate. Ja. Das ist ein Adventure-Game, entwickelt von ICOM. Die haben auch gemacht Déjà-vu, Déjà-vu 2 und Shadowgate fürs NES. Ne? Also fürs NES gab es Déjà-vu und Shadowgate. Déjà-vu 2 gab es dann für PC, Macintosh und so. Und das hier ist ein direkter Nachfolger zu Shadowgate. Ne? Und das fand ich so cool, dass ich das auf jeden Fall für meine Sammlung haben musste. Es ist ein Point-and-Click-Adventure und ja, es steuert sich ein bisschen sehr träge, aber nichtsdestotrotz ist es auf jeden Fall ein cooles Spiel. Es ist ein CD-Game, ne? Weiß nicht, ob man das schon gesehen hat, und ist komplett. Hier ist noch so ein Poster noch dabei. Joa. Das ist Beyond Shadowgate. Wie gesagt, fand ich auf jeden Fall sehr cool. Ich habe damals die Déjà-vu-Games gerne gespielt. Wobei das natürlich was ganz anderes jetzt hier ist. Ne? Ihr seht, das Gameplay gerade ist mit Déjà-vu und Shadowgate auf dem NES absolut nicht zu vergleichen. Aber fand ich auf jeden Fall, wie gesagt, cool, als Sequel in der Sammlung zu haben. Dann habe ich ja mal Falcon. Das ist ein Flugsimulator. Habe ich nicht gespielt, ehrlich gesagt. Achso, hier kann ich das vielleicht auch mal zeigen. Ne? Ich habe bisher immer nur diese Cases hier gezeigt. Ursprünglich kamen die Games aber auch mit solchen Pappkartons. Ne? Wenn man die jetzt hier so aufmacht, dann war dann auch unterschiedlich. Hier ist jetzt die Anleitung so drin und in so einem Plastik-Inlay das Modul. Das gab es aber auch anders. Mal gucken, ob ich das bei dem nächsten Game schon zeigen kann. Das nächste Game ist Yo Bro. Genau, und da kann ich das zeigen. Hier ist halt in diesem Papp-Umkarton ist halt ja, diese Tray drin mit dem Spiel. Ne? Dann kommen wir zu einem Spiel, was ich gezockt habe. Und was meines Erachtens auch ein Pflichttitel ist für jede TurboGrafx-16 bzw. PC Engine Sammlung. Das gibt es natürlich für die PC Engine auch. Es ist Splatterhouse. Ne? Splatterhouse kennt man auch. Ein sehr brutaler Side-Scrolling Brawler sozusagen. Mit einer sehr simplen Steuerung. Sehr blutig. Und ja, macht Spaß. Und wie gesagt, sollte man auf jeden Fall in der Sammlung haben. Als nächstes haben wir ein Spiel von Working Designs, und da werden wir noch einige von sehen heute. Und zwar ist es Parasol Stars, The Story of Bubble Bobble 3. Ich mag die Bubble Bobble Reihe sehr, sehr gerne. Die begleitet mich seit meiner frühesten Kindheit, sage ich mal. Ich habe Bubble Bobble 1 immer sehr gerne auf dem Amiga gespielt damals und auf diversen anderen Konsolen und Handhelds halt auch. Rainbow Islands war der zweite Teil. Da hattet ihr dann diese Bildschirme, die von unten nach oben gescrollt sind. Und das geht wieder so ein bisschen mehr back to the roots. Das heißt, ihr habt wie bei Bubble Bobble 1 auch diese einzelnen Bildschirme, und sobald alle Gegner auf dem Bildschirm geplättet sind, geht es zum nächsten über. Und ja, auch so ein bisschen Snow Brothers-like von der Spielemechanik her. Und ein sehr cooles Game. Das nächste ist Pac-Land. Und dazu kann ich erzählen, dass ich Pac-Land immer sehr, sehr gerne in einer Pommesbude bei uns um die Ecke gespielt habe. Da hatten die einen Arcade-Automaten. Da habe ich das gezockt. Wenn ich das damals zu Hause gehabt hätte auf dem TurboGrafx-16, ey, als kleiner Junge, ich wäre echt vom Glauben abgefallen. Ey, ist so geil. So, also es ist aus heutiger Sicht natürlich, es ist ein total simples und gar nicht so cooles Game. Ne? Aber ich habe das auf dem Arcade-Automaten damals geliebt. Und so oft waren wir nicht in der Pommesbude, dass ich da oft hätte zocken können. Deswegen war das für mich echt ein Highlight. Wenn ich das zu Hause gehabt hätte,
Holla die Waldfee. Das Einzige, was ich zu dem Game sagen muss, die Steuerung ist wirklich sehr, sehr weird. Also man kann die umstellen im Startscreen, habe ich gesehen. Aber die Standardsteuerung, da ist dann Knopf 1 ist rechts gehen, Knopf 2 ist links gehen und egal, wo man auf dem Steuerkreuz drückt, oben, unten, links, rechts, ist springen. Da muss man sich erstmal dran gewöhnen, aber nichtsdestotrotz auf jeden Fall ein cooles Game. Als nächstes, ja, ein Spiel, auf das ich sehr stolz bin, dass ich das in der Sammlung habe. Das könnte eventuell das zweitwertvollste sein in meiner Sammlung. Da bin ich gerade, ehrlich gesagt, ein bisschen überfragt. Aber ihr wisst, ne, ich bin ein großer Wonderboy-Fan. Und es gab die Wonderboy-Games nicht nur auf Master System und Mega Drive, wie ich das früher selber auch immer gedacht habe. Nein, es gab auch auf TurboGrafx-16-Games. Das hier ist Dragon's Curse, was The Dragon's Trap entspricht. Ne? Also es ist Inhalt oder beziehungsweise vom Spieledesign und von der Spielemechanik her ist es das gleiche Game, aber mit geilerer Grafik und mit geilerer Musik. Ihr seht das gerade und alleine schon von The Final Dungeon, ne? Die Musik. Ne? Es ist so geil. Ich liebe dieses Game über alles. Habe ich ja auch durchgezockt in einem Livestream, allerdings auf der PlayStation 4, ne? Nicht diese Version. Aber ich bin wirklich sehr, sehr stolz darauf, dass ich das in meiner Wonderboy Collection habe. Dragon's Curse. Für TurboGrafx-16. Als nächstes ein Spiel, was, was viele von euch wahrscheinlich kennen werden, wenn sie sich denn schon mal mit TurboGrafx-16 auseinandergesetzt haben. Denn ich meine, das war ein Pack-In-Title auch, zumindest wenn ich bei Launch dann irgendwann später nochmal. Es ist Keith Courage in Alpha Zones. Ein Spiel, was man durchaus auch schon mal in irgendwelchen YouTube-Videos sieht, ist so ein Plattformer, sage ich jetzt mal, wo man entweder als Keith Courage halt in seiner menschlichen Version oder aber in so einem Mech halt die Level bestreitet, sage ich jetzt mal. Ne? Ist nicht so meins, muss ich ganz ehrlich sagen, aber naja, habe ich nun mal in der Sammlung. Das nächste Spiel, Tailspin, ja, und das gab es ja auch auf dem NES, aber das auf dem NES ist ein Schmapp, das hier ist Code, ja, also es ist nicht gut, es ist nicht schön, und dazu kommt erschwerend noch meins irgendwie, weiß ich nicht, das läuft irgendwie nicht, ob das jetzt eine Inkompatibilität ist mit meiner Hardware oder so, weiß ich nicht, aber ich habe auf jeden Fall Grafik-Glitches gehabt, wollte das eigentlich auch capturen, aber ganz ehrlich, Freunde, seid froh, dass euch das erspart bleibt, also Finger weg. Als nächstes, Bloody Wolf, ne? Das ist so ein Arcade-Side-Scrolling-Shooter, bisschen over the top und ein bisschen merkwürdig, also alleine schon die Texte in dem Spiel, die sind, also die Dialoge sind so schlecht, dass sie schon wieder lustig sind, ne? Und wenn man dann so Tonnen abschießt und die explodieren, die Gegner fliegen in alle Richtungen weg, es ist total over the top, krasses Side-Scrolling, Shoot'em up auf jeden Fall und auch ein cooles Game, würde ich sagen. Legendary Axe ist das nächste Game und ja, das ist ein Side-Scrolling-Brawler, nenne ich es mal, mit Waffen in so einem Fantasy-Setting. Ne? Also man hat da seinen muskelbepackten Conan-Barbaren-Typen, ne? Und muss verschiedene Monster besiegen mit leichten RPG-Elementen. Man kann seine Waffe dann so aufleveln und so. Fand ich auf jeden Fall auch sehr interessant und sehr, sehr cool. Dann hätten wir den zweiten Teil davon, Legendary Axe 2. Und Spielprinzip, sage ich mal, ist das gleiche wie beim ersten Teil. Aber ich weiß nicht warum. Eigentlich sollte man erwarten, ne, dass beim zweiten Teil irgendwie die Grafik dann besser wird oder so. Mir gefällt aber der Look vom ersten Teil wesentlich besser. Und dadurch auch irgendwie das Spiel an sich. Ne? Also ich bin halt jemand, der sehr viel Wert auf optische Ästhetik in Videospielen legt und deswegen, ja, erste Teil gefällt mir persönlich besser. Als nächstes hätten wir auch wieder einen Working Designs Titel und ein Game,
was dafür verantwortlich ist, dass es überhaupt dieses Video gibt. Ich habe nämlich neulich 6 Games in einem Bundle gekauft und das ist eines davon. Da bin ich sehr, sehr stolz drauf. Es ist Kadash. Und das habe ich bewusst jetzt nach Legendary X 1 und 2 gezeigt, denn ich finde, dass das Game sehr ähnlich ist wie Legendary X 1 und 2. Was ich sehr cool finde, ist, man kann hier seinen Charakter auswählen. Ja, es gibt 4 verschiedene. Es gibt einen Fighter, meine ich, einen Kämpfer, dann einen Mönch oder so, also irgendwie was Spirituelles, dann irgendwie eine Zauberin und ein Ninja. Ja, also das ist sehr cool. Ein ähnliches Spiel, wie gesagt, wie Legendary X 1 und 2, auch so vom Look and Feel her, aber mit mehr RPG-Elementen. Sehr, sehr cooles Game und auch gar nicht mehr so günstig. Ich könnte mir vorstellen, dass einige von euch zu Hause sitzen und die ganze Zeit schon denken, wo bleiben denn endlich mal die Schmaps? Ne? Weil TurboGrafx-16, vor allen Dingen aber PC Engine, sind eigentlich sehr berühmt für ihre Schmaps. Und auch ich, ja, habe natürlich ein paar Schmaps in petto für euch, ne? Die ich euch jetzt zeigen möchte. Auch wieder ein Spiel, auf das ich sehr stolz bin, dass ich das in diesem Zustand habe. Es ist ein CD-Game und auch wieder ein Wonderboy-Game. Und zwar Monster Lair. Ne? Das kennt ihr auch vom Mega Drive. Wonderboy in Monster Lair heißt es dort. Und auch das ist wieder, ja, tutti completi, ne? Das ist, habe ich glaube ich auch gerade schon mal gesagt, ist ein CD-Game diesmal. Und hier verhält es sich ähnlich wie bei Packland gerade schon, ne? Das habe ich auch irgendwo in der Pommesbude. Es war nicht dieselbe Pommesbude, das kann ich schon mal sagen, aber in einer anderen Pommesbude habe ich den Arcade-Automaten gezockt davon. Und wenn ich das zu Hause gehabt hätte, ne, genau wie Packland, ey, weiß ich nicht, wahrscheinlich wäre ich dann erst recht nicht durch die Schule gekommen, das kann natürlich sein, aber ich hätte riesen Spaß gehabt an diesem Game hier. Das ist ein Schmapp, wie gesagt, ne? Das sieht vielleicht auf Screenshots erstmal gar nicht so aus, auf Screenshots sieht das gerne auch mal aus wie ein Sidescrolling-Plattformer, aber eigentlich ist es doch ein Schmapp, also die Stages wechseln sich immer ab. Man spielt erstmal Wonderboy, so Sidescrolling, plattformmäßig, aber der Screen bewegt sich automatisch. Gegner kommen, man muss sie abballern. Und in dem zweiten Teil der Stage sitzt man dann auf einem Drachen und fliegt und ja, muss Gegner abfeuern. Am Ende dann halt auch irgendein Endboss. Und ist ein Spiel, was auf jeden Fall sehr, sehr viel Spaß macht. Ne? Grafisch sieht das natürlich nicht ganz so cool aus wie auf der Arcade damals, aber nichtsdestotrotz eine geile Home-Version. Dann hätte ich noch Dragon Spirit im Angebot. Das ist allerdings sealed. Ich habe das Ganze auch nochmal für PC Engine zum Zocken. Aber hier sealed gab es irgendwann mal relativ günstig bei eBay. Ich meine irgendwie 30, 35 Euro. Da habe ich nicht Nein sagen können zu einem sealed TurboGrafx 16 Game. Dann hätten wir eine Compilation-CD und ich glaube, die ist gar nicht mehr so häufig zu finden und gar nicht mehr so günstig auch. Und zwar geht es hier um Gate of Thunder, Bonk's Adventure und Bonk's Revenge. Ne? Alles hier auf einer schönen Disc. Und was kann ich zu den Games sagen? Also Bonk und ich, so gerne wie der kleine Dennis das damals hätte haben wollen, wir werden keine Freunde mehr. Ne? Das wäre vielleicht anders gewesen, wenn ich das als Kind wirklich bekommen hätte und damit groß geworden wäre. Aber ich finde es sehr schwer, da reinzukommen, wenn man das halt nicht so von früher kennt. Und das Schmapp Gates of Thunder, das habe ich gezockt. Das ist natürlich mal wieder richtig schön, ne? Grafisch für so ein 8-Bit/16-Bit-System. Wirklich erste Sahne, richtig nice. Also hat mir richtig gut gefallen. Aber ne, es ist halt so, viele Leute mögen Schmaps, ne, aber viele Leute können sie auch nicht. Ich zähle mich mal dazu, ja, ich mag die auch gerne, aber sie sind halt oft sehr, sehr schwer und das trifft hier auch zu. Aber ist auf jeden Fall ein cooles Game. Ganz aufmerksame Zuschauer haben natürlich gemerkt, dass wenn wir über TurboGrafx-16 sprechen, ein ganz wichtiges Genre noch fehlt und dazu komme ich jetzt. Das habe ich mir extra für den Schluss aufgehoben. Es geht natürlich um RPGs bzw. auch Action-RPGs. Und da fange ich mit einem, wie ich finde, richtigen Knaller an. Die ersten Teile einer Serie, ja, also einer Videospielreihe, die unzählige Titel nach sich gezogen hat. Es geht um
Ease Book 1 and 2. Ein richtig schönes, gezeichnetes Anime-Intro mit eingesprochener Storyline. Die Titelmelodie, die dann kommt, wenn das Logo kommt, ey, da kriege ich sofort Gänsehaut. Es ist so, so geil. Einzig und allein das Kampfsystem, das ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Kenner wissen, wovon ich rede. Man läuft in die Gegner hinein und es ist schwer zu beschreiben. Also mir fällt es zumindest schwer. Wahrscheinlich seht ihr das gerade im Gameplay. Es ist ein bisschen weird, ja. Und ich gebe auch zu, dass ich es nicht viel gespielt habe, aber es ist optisch so schön und es ist einfach nur ein cooles Game und ich freue mich wirklich sehr, sehr, sehr darüber, dass ich das bei mir in der Sammlung habe. Eine Bitte an euch, wenn ihr auch TurboGrafx-16 sammelt und dazu was wisst. Ich habe das Spiel bisher nur so gesehen, dass das Case hinten halt kein Inlay hat oder so. Habe ich jetzt zweimal live, genauso wie ich das hier habe, gesehen. Ich gehe davon aus, dass es auch so original ist und dass da nichts fehlt. Aber das würde mich mal interessieren, wenn da einer von euch andere Informationen zu hat, ne? Als nächstes hätten wir so einen kleinen Dungeon Crawler, der da heißt Dungeon Explorer. Das fand ich sehr, sehr cool, weil das hat mich ein bisschen an Gauntlet erinnert. Ne? Gauntlet ist natürlich sehr actionbasiert. Hier ist es mehr so Rollenspiel-like, ne? Aber die Monster in den Spielen, die haben so Spawnpunkte. Und die Spawnpunkte kann man auch abschießen und kaputt machen und dann spawnen da keine Monster mehr. Das fand ich auf jeden Fall sehr, sehr cool. Auch ein sehr schönes Game, kann ich auch sehr empfehlen. Dann kommen wir jetzt zu den letzten zwei Working Design Games aus meiner Sammlung. Und die sind beide noch nicht lange bei mir in der Sammlung. Ich habe sie auch beide noch nicht gezockt. Das eine ist Cosmic Fantasy 2. Ne, das hat hier hinten so ein schönes Inlay. Und Exile, auch hinten ein schönes Inlay. Wie gesagt, zwei RPG-Games von Working Designs, beide nicht gezockt. Gameplay-mäßig habe ich bei YouTube reingeguckt, sehen sehr cool aus. Ja, dann kommen wir zu den letzten zwei Spielen auch bei mir in der Sammlung, beziehungsweise das eine ist nur eine Leerhülle. Und da erzähle ich auch noch eine kurze Geschichte zu. Ich habe ja gesagt, ich habe neulich ein paar Spiele gekauft und eins davon hätte sein sollen Neutopia. Und dann komme ich da hin, mache das auf und sehe da drin ein anderes Spiel, und zwar das, was ich gleich zeige. Und hier ist jetzt halt kein Game drin, deswegen, ey, wenn einer ein loses Neutopia hat, ne, gerne bei mir melden, das würde ich gerne abkaufen, um das hier zu komplettieren. Und dann gucke ich da rein und sage, oh, da ist ja was anderes drin. Und hätte den Deal auch beinahe abgebrochen. Im Nachhinein war ich froh, dass ich das dann nicht gemacht habe. Also hier habe ich eine Leerhülle Neutopia und in dieser Neutopia-Hülle war drin, ich zeige es jetzt mal so, Neutopia 2. Und als ich dann zu Hause gewesen bin und das Case mal komplett leer gemacht habe, um das ein bisschen zu reinigen, hole ich auf einmal eine Anleitung raus zu Neutopia 2. Ja, ja, das heißt, ich habe eigentlich Neutopia 2 for free dabei gehabt. Das ist eigentlich richtig krass, also mit Anleitung halt. Ne? Ich habe 6 Games gekauft, es war nicht ganz billig, 180 Euro habe ich bezahlt, aber Kenner wissen, ne, dass das alleine schon ein bisschen mehr kostet. Was halt dumm ist bei den Cases, das habe ich vorher noch nicht erzählt, diese Cases haben auf dem Spine, ne, das sind so Aufkleber. Und ihr könnt das jetzt vielleicht nicht richtig sehen, aber ich habe jetzt hier TV Sports Football, habe ich jetzt hier als Bein. Und nicht zuletzt deswegen suche ich halt noch Tauschhüllen. Ich würde hier eigentlich lieber den Aufkleber entfernen und das so ins Regal stellen, ohne dieses TV Sports Football dahinter. Aber ich habe halt jetzt das lose TV Sports Football hier noch. Ne?
Deswegen bräuchte ich eigentlich noch eine Hülle von TV Sports Football. Ne? Also wenn da einer was hat. Aber nichtsdestotrotz, ne, zum Game muss ich natürlich noch was sagen. Es ist ein Zelda-Klon, ne, und das Spiel versteckt das auch nicht. Man merkt das schon sehr, sehr stark. Ne? Also einige Gegner sind wirklich geklaut von Zelda, muss man ganz ehrlich sagen. Nichtsdestotrotz ist es ein cooles Spiel. Ich habe das vorhin zum Capturen habe ich das reingeschmissen mal und ich habe eigentlich nicht aufhören können. Es hat wirklich sehr, sehr viel Spaß gemacht. Und was halt auch witzig ist, gleich am Anfang gibt es einen Händler und das Spiel durchbricht halt auch die vierte Wand. Ne? Das Spiel bzw. der Händler sagt irgendwie sowas wie, ich war schon im ersten Teil, was für ein cooles Sequel oder so. Ne? Das heißt halt, die Figuren wissen, dass sie in einem Videospiel sind. Und sowas finde ich immer, solche Kleinigkeiten finde ich immer sehr, sehr spannend und sehr, sehr witzig. Damit sind wir am Ende des Videos angelangt, Freunde. Schön, dass ihr so lange durchgehalten habt. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Empfehlt das Video gerne weiter, insbesondere natürlich an TurboGrafx-16-Fans. Ne? Folgt uns auf Twitter, Instagram, Facebook. Kommt auf unseren Discord. Ne? Schickt uns eine E-Mail, wenn ihr auf unseren Discord wollt. Oder schreibt uns sonst irgendwie an. Wir sind raus, Freunde. Ich sag mal, bis zum nächsten Mal und ciao.